Ich muss wirklich, also erschreckenderweise, ich bin wirklich geschockt. Man hat den Spieler zu uns gebracht. Und er ist noch einigermaßen fit. Wie schaut's aus? Gut? Müde. Also er lebt vom Adrenalin und sonst nichts. Ich würde sagen, wir schnappen uns ihn mal und fragen ihn mal, was in dem Spiel passiert ist, weil es weil es so lang ist. Wir machen jetzt gleich TikTok und so und finden raus, was ist online. Komm. Wie der Gewinner interviewt. Dann hätte ich ja verloren. Schaden, komm mal her zu mir. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Du bist in Top 4. Ja. Wie fühlt es sich an? Gut. Du hast es auch realisiert, oder? Ja, ich habe es realisiert. Bist du im Kopf, bist du noch da oder ist ja, jetzt ein bisschen... alles gut. Also es war ja offensichtlich das Mega-Match. Das hat jetzt irgendwie 65 Minuten gedauert oder so. Ja, das war schlimm. Und es war ein Game. Also ja. Wie habt ihr das denn hinbekommen? Mein Start war nicht so gut, muss ich ganz... Also es war spielbar, aber nicht der beste Start, den ich machen kann. Und seine Hand war sehr gut und hat auch gut ausgegrindet, aber im Late-Game haben wir beide viele Fehler gemacht, aber er hat dann in der letzten, den entscheidenden Fehler gemacht. Ja. Genau, Umut hat er noch gefragt, kann er nicht schießen? War es war Game, eigentlich hat er verloren. Achso, hat jetzt auch... Er hat es nicht gesehen, der Gegenspieler. Oh, okay. Wie meinst du? Der Judge hat es auch gerade bestätigt. Wie meinst du? Aber Adelmann konnte ja noch schießen und er hätte... Umut, komm wieder zu uns. wir machen es jetzt mal zu dritt, Jungs. Okay. Also, du hattest Kirin, Fusion... Und Ignister. Und Ignister. Und genau. Er hatte Anomalie. Ja. Und F0. Ja. So, und er und die Kröte hatte ich. Genau, die Kröte. Aber die Kröte war ja weg, weil den Kirin anomaliert hat. Ja. Und er konnte ja, er hätte gekonnt F0, also F0 vorher erstmal. Der 2-4er kann ja Dings schießen, schießen und den Dings angreifen auch. Genau. Und kann ja mit F0 klauen und angreifen. Wie meinst du? Ja, der F0 kann auch das Monster... Ja, aber ich hatte ja drei Monster. Er hat eins geschossen. Ja, eins geschossen, aber eins greift er doch auch drüber. Er hat doch 2-4. Greift er über den Kirin einfach drüber an. 2-4? Ja, 400. Das war ja nicht sein letzter Zug. Nee. Er hatte noch 600. Aber der F0 holt doch einfach dein stärkstes Monster. Jetzt, du hast nur 2-4. Also ich hatte 2-8-5. Ich hatte Ignister, 2-8-50. Genau. Dann 2-8, ja, den Orikalk. Ja, aber er kann doch den 2-8-50er mit F0 übernehmen. Ja, dann läuft er über den Orikalk. Nee, der Kirin wäre ja immer noch da gewesen. Nee, den schießt er doch mit dem Effekt von dem Exit weg. Also den 2-8er will er klauen, den Ignister. Den anderen will er schießen mit dem Exit. Und mit dem 2-4er greift er aber Kirin an. Sag mir bitte nicht, warum er mit 2-8-50 Schaden dich nicht besiegt. Ja, stimmt da. Ja. Siehst du? Ja, okay, alles klar. Kein Problem. Freue dich umso mehr, dass du weitergekommen bist. Krass, also krasses Spiel. Jetzt lass dich aber nicht geschockt sein. Ja. Weiterhin sagen, oh, okay, ich bin immer noch Top 4, alles gut, alles immer gut. Noch, es gibt hier kein, es gibt hier keinen, wir drehen das nochmal zurück. Wie war denn die Situation für dich als, dein Gegner, mein Gott, Tao, ja, danke. Als er gesucht hat, aber nicht suchen durfte, du hast es in dem Moment auch nicht sofort gerafft, weil eben das Ganze sich ein bisschen gezogen hat. Und dann wurde zurückgedreht. Nachdem die illegale Search, also die illegale Suche durchgeführt wurde. Ja. Wie war das für dich? Das war in Ordnung für dich? Oder hast du dir gesagt, aha, jetzt habe ich gewonnen, jetzt kommt ein Game los oder so? Nee, meiner Meinung nach war das okay, gerechtfertigt. Ich wusste, ich kannte das Deck nicht so gut, weil ich halt nach Liverpool gar nicht mehr gespielt habe, weil ich da relativ meine Motivation nicht mehr so da war. Okay. Und ja, ich kannte, wie gesagt, das Deck nicht und ich dachte, ja, der ist sympathisch und dann... zurücknehmen lassen. Naja, gut, also ohne das irgendwie böse zu meinen oder so, es ist ja nicht deine Entscheidung, sondern der Schiedsrichter entscheidet. Aber in der Theorie hätte ich ihn sharken können und dann hätte er in der Theorie ein Game Loss bekommen. Schwierig wahrscheinlich, weil er nicht nett. Weil er judged. Ja, also du machst dich auf jeden Fall nicht beliebt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und das habe ich auch nicht vor, mich nicht beliebt zu machen. Ja, nee, und der Schiedsrichter hat ja alles gesehen und alles gewusst. Genau. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob hundertprozentig gesagt werden kann, die Karte wurde gezogen, die Karte wurde gesetzt. Das konnte er hundertprozentig sagen. Das war okay. Und da hattest du auch keine Angst, in Anführungszeichen, dass da irgendwas gegen dich aus... Also, dass er plötzlich sagt, ja, eigentlich kann ich die. Sondern das war schon hundertprozentig nachvollziehbar. Okay, ja, ich stelle dir noch eine Frage, dann hast du dir auf jeden Fall mal eine Pause verdient, würde ich mal sagen. Wie war denn so die Stimmung am Tisch bei euch? Weil das ist ja nun wirklich... Adrenalin. War dir beide so, aber noch freundlich quasi? Ja, noch freundlich. Ich habe ein bisschen... Im Timeout hat mich ein bisschen genervt, weil er wirklich langsam gespielt hat, meiner Meinung nach. Hat er dann auch ein Warning bekommen? Ja, hat er auch ein Warning für bekommen. Gut, es war auch für ihn wahrscheinlich einfach ein bisschen schwierig dann. Ja, gut. Ja. Okay, nochmal, herzlichen Glückwunsch, Top Danke. 4. Mach dich durch ins Finale. Und ihr Jungs habt euch auf jeden Fall auch eine Pause verdient. Wir sind gleich wieder hier.
Beziehungsweise ich hoffe, wir haben 5 Minuten Pause. Und dann geht es weiter mit dem Halbfinale des LLDS Stage 2 in Deutschland.